Medienaufmerksamkeit so richtig für dieses Thema Seenotrettung auf dem Mittelmeer gab es ja zum Glück natürlich, als du und deine Crew, als ihr dann die Menschen da in den Hafen reingebracht habt und dann von der italienischen Regierung sehr kriminalisiert wurde. Aber warum bekommen Menschen, die ja täglich irgendwie im Mittelmeer irgendwie Kriminalisierung ausgesetzt sind oder Menschen, die irgendwie auf der Flucht sind und diese ganze Abschottung, die ja eigentlich vor der Haustür von Europa passiert, nicht diese mediale Aufmerksamkeit? Also ich denke, ein großes Problem daran ist, dass wir, oder dass häufig über Flüchtlinge gesprochen wird, als seien es keine Menschen. Es gibt wirklich diese Dehumanisierung, es wird über Zahlen, über einfach die reinen Zahlen gesprochen und nicht über Menschen. Es werden dann wieder so Metaphern genutzt wie Wellen von Ströme oder ich weiß nicht was. Wir reden von Menschen. Aber es ist auch für das menschliche Gehirn einfach schwierig, sich darauf einzulassen, wenn man über viele Menschen redet. Und es ist einfach einfacher, sich vorzustellen oder sich in eine Einzelperson hineinzuversetzen. Und ich glaube, das macht es schwierig für die Gesellschaft, sich wirklich mit den Personen, die zu uns kommen, auseinanderzusetzen. Das ist für uns oder für jeden, der in der Flüchtlingsarbeit hilft, natürlich einfacher, wenn man diese Personen erstmal getroffen hat und mit ihnen Gespräche geführt hat. Was bei den Flüchtlingen häufig dazu kommt, ist einfach, dass sie keine NGO im Rücken haben, im Regelfall. Sie haben ja ihre Situation nicht irgendwie geplant, sind dort hineingeraten. Es gibt niemanden, der ihnen im Rücken steht, der Planung macht, Geld hat, Anwälte organisieren kann oder auch nur die Rechte von ihnen kennt. Die meisten Menschen oder haben alle diese Dinge nicht, weil sie ja gerade auf der Flucht sich befinden. Und zuletzt glaube ich, dass es leider auch immer noch so ist in Europa, dass einer weißen Person leider zum einen mehr Aufmerksamkeit generell geschenkt wird, aber auch in einer gewissen Weise mehr geglaubt wird. Es ist immer noch rassistischerweise so, dass man den Eindruck hat, dass zwei Personen, die das Gleiche sagen, nicht gleich wahrgenommen werden.